Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Planet Crafter. Wir befinden uns nach wie vor noch im Early Access. Es hat vom letzten Spielen auf jetzt, also ich habe vor 2 Tagen gespielt gehabt. Heute ist Donnerstag. Mittlerweile sind wir auf der Version 06002. Ich schätze mal, dass es ein paar Verbesserungen gegeben hat und dergleichen. Fehler ausbessert worden sind, denn ich habe nichts gelesen, dass irgendwas Neues dazugekommen wäre. Nichts hier drinnen. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, der dritte. Unser drittes Biom fehlt. Ich habe gestern natürlich ein wenig offline geschaut gehabt und durch langes Umeinandersuchen habe ich es dann endlich gefunden. Jetzt schnell, was kosten der Superlegierung Osmium Zeolit? Moment. Da kontert man ja. Mitnehmen. Osmium und Zeolit noch. Ja, dann stellen wir uns dort. Ein Teleporter hin, wir haben 2 Wasser mit, wir haben 2 Essen mit. Passt. Jawohl. Geht wirklich näher, ist weiß ich nicht, aber schneller. Also wenn man von Beginn her an noch die Koordinaten geht, die was dort angegeben sind, ja, dann hätten wir es wahrscheinlich eh schneller gefunden. Aber gut, das macht ja nichts. Ich habe auch festgestellt, dass in manchen Gebieten, goldene Kisten wieder gespawnt sind, die was auch befüllt sind. Ne? Weil soweit ich weiß, habe ich alle Kisten eigentlich schon erkannt, die was da waren. So, und den Platz da, bevor ich dann eigentlich fix draufgekommen bin, dass die Koordinaten fix sind, war jetzt eigentlich auch Zufall gestern. Ich habe einfach nur da in die Base geschaut und wie ich raus bin, bin ich einfach nur miteinander gerannt und plötzlich hier da. Ne? Nur die Karte ist, wo ist das Tier? Das weiß ich nicht. Schauen wir einfach. Ja, na, 3 nicht, darum haben wir auch 3. Jetzt weiß ich es ja. Die Felsen gingen noch. Okay, sehr gut. Also, hier wird mit Wind gerechnet. Aber dass da die Felsen verschwinden, aber das passt ja super, weil, wo wir da hinten waren, ich glaube zumindest, dass das der ist da hinten, es kann nur sein. Nur, dass wir da vorne um mich sind. Ne? Schon gut gemacht, ey. Da kriegst du gleich eine Staublunge. So, die Berge oder die Felsen sind weg, in der Erde verschwunden. Die Schlüssel kann man da, glaube ich, auch nach wie vor nicht rausnehmen, oder? Na, also das ist drinnen, das ist fix, das bleibt offen. Okay, warte mal. Bevor ich da jetzt hin und her in der Tür. Stimmen da her. Das ist der Norden, ne?
Ich nenne es einmal Norden. Sieht man es natürlich nicht. Noch immer nicht. Echt, haben sie sich schon geändert? Schaut so aus, gell? Weil früher hat man das noch gesehen. Wenn man ein Stück rausgegangen ist, dann hat man alle Namen gesehen. Aber ich glaube, das haben sie schon. Na, da ist sie schon, Norden. Ja, passt. Wagnummer funktioniert. Da waren wir dort schon waren, also ich nehme an, dass es jetzt das Eck ist. Bin mir so, ja, ist eh das Eck. Es ist das Eck. Ich will trotzdem noch mal reinschauen, wie gesagt, es hat ja ein kleines Update gegeben. Also die Pultnummer hat sich geändert. Das sind meistens nur Verbesserungen. Aber zum Glück gibt es da Wasser. He? Hinten tut man glaube ich noch nichts. Ah, die Tafel, war die schon da? Steht natürlich noch nicht da, ist eh klar. Kommt alles noch. Dass ich auf die Uhr schaue, um halb habe ich angefangen. Das ist auch eine Treppe. Moment. Ah, das ist okay. Hätte ja sein können. Hätten, hätten, herin sind wir, aber man kommt leider nicht weiter. Schauen wir nur mal auf, warum nicht? Vielleicht ist ja was dazugekommen, kostet ja nichts außer unserer Zeit. Ich habe das Gefühl, dass es ein wenig eher geht. Also von der Performance her. Es rennt zwar flüssig, aber ich habe das Gefühl, so von der Mausbewegung her, dass es ein bisschen zäher ist. Wie beim letzten Mal. Aber gut, das ist alles noch nicht fertig, haben wir den Entwickler geschrieben gehabt. Nur zum Anschauen. Ganz Vorgeschmackerl. Ich glaube, gelesen zu haben, also ich bin mir ganz sicher gelesen zu haben, dass im Oktober rauskommen soll. Und ich glaube, dass das nächste Woche schon der Fall ist. Jetzt können wir sich auf nächste Woche schon freuen, da werde ich alles noch mal durchgehen. Heute möchte ich ein paar Sachen noch machen, wenn wir schauen. Wir haben zu den Hitter gemacht, wir haben einen Bohrer gemacht, ich will den Bohrer gerne haben. Man kann dann nämlich selektieren, was so extrahiert werden. Ne? Was haben wir noch? Den Gasinger, den Gasextraktor kennen wir ja schon. Hat es irgendwie momentan ein anderes Kraftwerk gar gegeben. Also der Autocrafter, den haben wir ja schon, aber ich glaube, wir werden mehr brauchen. Und wenn ich am Wochenende streamen tue, tue ich vielleicht die Bs umbauen. Und zwar so umbauen, dass man, weiß ich nicht, die Hausnummer jetzt, 2, 3 Autocrafter aufstellen, aber die Sachen so positionieren, die Kästen, ne, die Lagerschränke, dass die Autocrafter auch funktionieren. Ne? Weil so wie ich es jetzt habe, sind die Spind, wo die Materialien drin sind, leider zu weit auseinander. Ne, also da kann ich auch in der Mitte der Base positionieren und es geht sich trotzdem nicht aus. Aber gut, leider nichts. Aber gut, das passt schon. Da ist leider auch nichts mehr. Sehen haben wir es. Ein Wasserrad. Ohne Wasser. Wird auch noch kommen, glaube ich. Da können wir auch noch mal kurz schauen. Vielleicht ist da irgendwas.
Weg, aus einer Nixe. Okay, also wenn du dich nur erinnern kannst, beim Aufgehen bin ich immer ab und zu ein wenig wo hängen geblieben, das ist jetzt nimmer. Das glaube ich auch nichts. Aber voll schön, gell? Also. Was ist denn das für ein Stil? Das Bauwerk, da gibt es ja einen Namen. Also der Stil, das würde mich interessieren. Es schaut nicht außerirdisch aus, meiner Meinung nach. Es schaut eher menschlich aus. Das Ganze. Also auf die Geschichte da drauf, was da kommen soll oder was da dazugehört, auf die bin ich schon gespannt. Ups, nicht runtergefallen. Okay, nein, es ist nichts da. Dabei, nun nicht. Ah, ich stehe um. Ja, ja, jetzt. Da. Aber nein, es ist nichts da. Ich schätze mir, das wird noch kommen. Aber wunderschön gemacht, wenn man sieht, es gibt keine Erde. Ich bin mir sicher, dass da dann besondere Larven vielleicht geben wird oder so. Oder gar Schmetterlinge, weil schaut sich an, ist ja wie eine Oase oder so, ne? Hoppa Leute, ich glaube, da geht's raus, weil plöpst es ja erst auf. Aber ich bin begeistert. Ich bin absolut, hat das irgendeinen Sinn, dass man da aufbauen kann? Nein. Nein, nicht wirklich. Man könnte wahrscheinlich wieder über die Berge zurück. Aber brauchen wir nicht, wir haben ja jetzt unseren Weg. Gut, somit haben wir eigentlich unsere drei Biome gefunden. Wird zu mir hergestellt zur Vorführung. Stehe ein wenig ungünstig. Also da ist jetzt der Eingang. Sieht man auch klar und deutlich. Da ist die eine Biss, was ich stehe habe. Da ist der Eingang, den haben wir gerade geöffnet. Also das ist da noch nichts erzeichnet. Logisch, es ist ja auch momentan noch versteckt das Ganze. Ich gehe es mit euch nochmal durch. Beziehungsweise speziell für die Leute, die was erst dazugeschalten haben. Es hat ein Update gegeben. Nebst der Terraforming-Stufe wurden auch Crafting-Sachen hinzugefügt, was ich nachher dann nochmal sage. Und drei neue Biome. Ab und zu kann man in der Höhe fliegen, wenn man sich nicht bewegt. Sobald man runter schaut, rupst, fällt man schon runter. So, anfangen tut es da, oder? Da habe ich meinen ersten Schlüssel eingesetzt. Und dann ist die Tür da aufgegangen, ja. Man kann da rein. Es gibt noch nichts zum Finden, aber zum Ausschauen halt. Ne? Und den Schlüssel habe ich gefunden, da gibt es eine Tafel. Die war es aber noch, glaube ich, keinen Text beinhaltet. Doch! Könnt ihr euch ja durchlesen. Da geht es darum, warum das sie heruntergebaut haben. Tief in der Erde, weil sie vor den Asteroiden geschützt sind. Da sind wir noch da. So, da. Und dann gibt es so Bäume, die was eine eigene Insel haben. Da ist schon einer.
Aber das ist nicht der, den was ich meine. Dort ist nur einer. Also von der Tür weg, ja, Richtung Westen. Und da kriegt man den ersten Schlüssel. Da sind Koordinaten oben. Ich schätze mal, das sind die Koordinaten dorthin. Also ich schätze mal, als Hilfe ist halt das, ne? Ich habe zwar die Koordinaten gesehen, habe aber nicht gewusst. Da war ein Klick mit dem Schmetterling. He? Habe aber nicht gewusst, dass das die Koordinaten sind, wo die Türen sind. Beziehungsweise oder der nächste Schlüssel. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es noch immer nicht genau, aber ich weiß jetzt. Aber ich weiß jetzt die Positionen und die zeige ich euch jetzt. Die nächste Position, also. Ich muss fast mit euch noch reingehen. So, da in der Mitte hat es den ersten Schlüssel gegeben. Das ist das Pilzbiom. Kann ich da nochmal sagen, jetzt sind wir ja woanders. Genau, da ist ja der Wasserfall. Hey, schau, da gibt es auch jetzt. Das ist der Wasserfall. Da ist der Eingang und da drunter so circa ist das Pilzbiom. Und wenn du einer gehst, so zurück, gerade zurück, ist der Eingang und weiß ich nicht, bei so einem Baum, ich sage halt mal Mutterbaum, weil er ziemlich groß ist, findet den Schlüssel. Mit dem Schlüssel kannst du dann da oben wieder zurückfliegen, Richtung Süden. Südosten. Jetzt ja, da den Schlüssel einer. Man kann ihn dann nimmer rausnehmen. Und es öffnet sich da die Tür oder das Tor. Kann man reingehen? Ich mache das jetzt ein wenig im Schnellverfahren. Die Tafeln beinhalten, glaube ich, noch keine Schrift. Nein, wie gesagt, das wird erst kommen, wenn es draußen ist offiziell. Da ist dann der nächste Schlüssel. Da sind auch die Koordinaten. Dann ist dabei halt noch ein Schiff zu betrachten, ein Raumschiff. Über oben. Man kann um mich fliegen. Warte kurz. Warum ist denn mein Dings jetzt nicht gegangen? Mein Jetpack. Haben die das geändert? Gut, wir fliegen dort nicht mehr hin. Dann lasse ich das gleich. Also das war eh der letzte Raum. Ja. Der nächste ist da, der andere war beim Stargate, ist dort auch was. Da hat ja doch auch einen Tunnel gegeben, aber nachdem wir ja jetzt keinen Schlüssel mehr haben, da irgendwas geändert hat, ob da irgendwas dazugekommen ist, das habe ich beim letzten Mal voll vergessen, aber nein, so wie es ausschaut, nicht. Nice. Ich nehme immer dasselbe. Dann die Homebase am nächsten. Haben wir das eine? Wir haben sie ja.
Der dritte Eingang, den sage ich jetzt noch. Ich bringe gar nichts. Wird eh gleich wieder hell, das dauert nicht lang. Ich werde mal von meinem Kaffee abgedrungen. Lecker. Lecker Käffchen. So, da geht's da einer. Das ist ja, okay, da haben wir ein Licht. Das ist ja die Super-Aloe-Höhle, ne? Wo wir unseren Bohrer hineingestellt haben. Da. Und ja, es kann sein, wenn sie das erste da her schaut, kann sein, dass der Sockel noch nicht da ist. Ich sprich das deswegen an, weil mein erster Weg war da einer, weil ja, ich sag mal, das goldene dort, oder? Gewusst hab, dass das da ist. Und hab natürlich da einer geschaut und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das noch nicht da war. Weil ich glaube, dass das erst kommt, wenn man den Schlüssel in das erste einsteckt. Dann erscheinen die anderen. Nimm ich jetzt einmal an, also das ist meine Vermutung. Ich habe einen anderen Twitch-Streamer zugeschaut, den schaue ich gern zu. Ich will jetzt keine Werbung machen, darum sage ich auch keinen Namen nicht, außer es wollt ihr dann wissen, dann verrate ich ihn euch gern natürlich, ist ja klar, ist ja kein Geheimnis nicht. Den habe ich zugeschaut und weil es mir eben um das dritte gegangen ist und ich wissen wollte, wo das ist. Und ich habe gesehen, dass es bei ihm auch noch nicht da war, weil er hat dieselbe Idee gehabt wie ich und hat auch zuerst da hergeschaut. Und da war der Sockel nicht da. Ne? Aber sei es wie es sei, man kann da dann auch rein, die Tür öffnet sich. Es gibt... Oh, okay, das ist neu. Möchte ich gleich mal festhalten. Sobald sie es in die Katakomben, sag ich einmal, oder in die Höhle reinkommt, geht kein Jetpack mehr. Das ist beim letzten Mal noch gegangen. Also nichts mit umeinander fliegen. Betrifft aber jetzt momentan nur die Höhlen, darum bin ich vorhin auch abgestürzt. Machen wir einen Screenshot für das Video. Darum bin ich auch vorhin abgestürzt. So, da haben wir auch wieder zwei Möglichkeiten. Seht ihr, da sind wieder Schlüsseln. Ein weiterer Schlüssel, aber ohne Koordinaten sogar. Ja, das stimmt. Da ist es auch nicht gut, wenn man... Geht kein Jetpack. Da ist es auch nicht gut, wenn man runterstürzt. Stirbt man auch ganz sicher. Und da ist ein Dorf, sag ich mal. Da sind nur die Häuser da, da befinden sich Schlüsseln. Also man findet ja dann insgesamt die drei, drum sind auch keine Koordinaten da, weil man es ja dann nicht mehr braucht. Die Koordinate war auf dem ersten Schlüssel oben. Auf die zwei anderen sind keine Koordinaten. Man kann dann auch aufgehen, man kann auch da reingehen. Es hat beim letzten Mal noch nichts gegeben, bis auf Larven. Es ist auch nach wie vor noch nicht. Oder war das schon? Ich glaube schon, oder? Nein. So, das da, da ja. Das da rauf. Schauen wir gleich mal. Jetpack geht nach wie vor nicht. Aha. Okay, da wäre jetzt nichts da. Ich schätze mal, dass da nochmal irgendwann ein Eingang kommt. Außer meinen Hammer in die Hand nehmen. Vielleicht gibt es ja was, das man abbauen muss. Aber nein, schaut nicht danach aus. Schauen wir da noch her.
Vielleicht gibt's da irgendwas Schönes. Hoppala, da fährst du ja gleich ab. Wo geht das sogar? Achso, okay, das hätte ich mir sparen können. Zum Abbauen gibt es auch nichts. Okay. Ja, wie gesagt, das ist dabei nur zum Ansehen. Noch nicht zum Anfassen. Ah, schau, jetzt ist. Oh, die ist auch schon offen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es macht ja nichts. Man kann da rauf, man kann dann rundherum. Schau mal rauf. Muss schon da sein? Wo bin ich da jetzt noch mehr rauf? Da nicht, gell? Muss ich selber noch mal schauen, weiß ich jetzt echt nicht mehr, wo bin ich denn da auf? Da hinten? Wie ist er denn da aufgegangen? Nein, wir sind so nicht auf, das weiß ich doch. Ah, ich glaube, ich muss da auf. Ja. So ist es. Schau mal auf, vielleicht ist ja schon was dazugekommen, ich glaube es zwar nicht. Weil für das ist die Pultnummer zu klein. Also die Versionsnummer der Sprung, ne? Viel zu klein. Dass da mehr Content jetzt schon drin war. Oder Lore, ne? Da geht's noch eine. Genau, da ist die. Weiß ich nicht, was ist das? Eine Sonne? Ich würde aber speichern, bevor mal wieder ein Scheiß passiert. Bitte, wenn man. Man kann es auch nicht abbauen, man kann. War nix. Da weiß noch nichts. Leider, leider, leider. Aber wunderschön. Ich bin trotzdem begeistert. Ich freue mich auf nächste Woche. Wenn es dann zumindest Finale wird, sag ich mal. Da. Denkst du was dazu gekommen? Ne. Die Nase juckt. Gibt's da was? Kriegt man da was? Wasserpuppeln. Wo kann man hier? Ja, wie beim Aladdin daheim erste. Genau, da ist dann nur ein Schlüssel und da sind die Koordinaten. Nicht am ersten, am letzten. Entschuldigung. Ne. Und so hoch wie die Koordinaten sind, ist es eh da, wo jetzt wir aufgemacht haben. Dann können wir ja nachher später dann nochmal kontrollieren. Beide Koordinaten, also Breiten- und Längegrad, sind über 1000. Und das ist ja, glaube ich, da hinten. Ja, es ist echt nur da auf, dass man zu dem Schlüssel kommt. Na, passt. Dann gut durch. Wieder raus. Und jetzt kraften wir ein bisschen und man überlegen wir sich vielleicht, wie könnte man die Base bauen, dass, ich sag einmal, das Ganze effizienter wird, damit die Autominer auch ihrer Aufgabe gerecht werden. Da war der Schlüssel drin. Na, geht ja nicht. Bleibt überall hängen.
Jetzt geht's wieder. Okay. Stell. Vielleicht weiß ich noch. Habe ich genug. Das Eisen nehme ich mit, eins gehört da her und ich glaube, so eins gehört auch noch her. Ja. Dann drücke ich mal wieder da die Schlüssel. Wie gesagt, bleiben da, man kann es nicht mehr rausnehmen, braucht man nicht für was nach. Viel mehr Portale aufstellen. Also ich hab geschaut da bei einem Raumschiff, da war keine Kiste. Jetzt sage ich, wo ich die Kisten gefunden habe, das ist ja nicht nur eine, sondern zwei. Vielleicht ist sie ja extra dazugekommen, ich habe sie jetzt extra noch liegen lassen und die anderen Kisten auch eben, weil ich das ins Video einbeziehen wollte. Und vielleicht ist ja jemanden von euch hat es schon aufgefallen, dass manche Kisten wieder zurückgekehrt und gefüllt dann, ne? Oder teils gefüllt. Es ist halt was drinnen. Ja, und bitte sehr, das sind die neuen Hitter. Die Heizer, schaut euch einmal das Monster an. Kleiner Vergleich, ne? Energie 360. Braucht er. Der braucht gar nichts mehr. Das wird schon wieder nicht anzeigen. Achso, Moment. Da ist er. 51. Die werden wir alle abbauen. Wir machen das nicht heute. Das würde sich von der Zeit nicht ausgehen. Ich stelle den jetzt wieder her. Damit er heute wieder da ist. Das machen wir an unserem Stream-Tag. Ja. Ich schätze mal, dass Samstag werden wird. Wann Samstag, weiß ich noch nicht. Ihr dürft mir ja ein Abo da lassen und auch die Glocke aktivieren, wenn ihr möchtet, dann hört es, dann kriegt ihr Benachrichtigung. Und mich würde es natürlich freuen, das ist eh klar. Weil ich muss sagen, seit dem letzten Video sind wieder vier Neiche. Für manche mag das nicht viel, für mich ist das sehr viel und ich freue mich da natürlich auch. Und wenn ich sehe, dass die Leute interessiert, macht man das ja gleich mit viel mehr Freude als sonst. Ne? Ganz kurz schnell bitte den Norden. Warte mal, was wollte ich denn? Genau, jetzt machen wir uns einmal den Bohrer. Ich glaube, das Zeug zum Suchen. Ne, da. Komm, das meine ich ja. Wo habe ich denn die Stangen rein? Da? Ich glaube, da habe ich einen neuen Kasten. Gell, einen eigenen. Da ist er. Wie viel brauche ich denn da? Zack. Ein. Überall ein Stab. Und drei Titan. Ein paar machen wir sie, ja? Genau, das braucht man noch in Roden. Ach, was ist das? Zack. Und schauen wir, ob man. Ja, die ist nicht.
Ja, weiß ja. Ich hab's nicht gespeichert. Na gut, dann macht er nichts. Na, die macht man ja auf der erweiterten Crafting Station. Es ist schon leer. Mal damit. 3, 4, 6. Ja. Oder. Er hat sich das im wahrsten Sinne nicht gemerkt. Achte waren's. Ja gut. Wie habe ich denn den jetzt hergestellt? Hätte ich vielleicht erst dran zu ihm, gell? Ist es der? Echt? Tatsache, das ist der! Schau, du kannst auswählen, was soll er craften. Ne? Und probieren wir es einmal. Also da wird es glaube ich nicht gehen. Aber schauen wir mal, ob er das craftet. Wird jetzt ein wenig ungünstig, oder? Wird sehr ungünstig. Oh, dann machen wir da her. Und schauen wir, ob er das macht. Ein Moment, wie sieht es das? Hat sich da jetzt das Rezept geändert? Aber ich glaube, dass ich das nicht da kriege, weil auf der Karten, ich weiß ja nicht einmal, was sonst da ist. Die zeigt uns ja eindeutig an, wo wir welches Erz kriegen. Da, da eventuell, in dem Gebiet. Da könnte man vielleicht ein Glück haben, weil da findet man auch sehr viel Unterschiedliches. Da hat nichts drinnen. Macht nichts. Also, ich glaube, da liegt schon wieder eine. Wo ist denn die Larve? Na, ich habe ja das Spiel beendet ohne Speichern. Na ja, gut. Ich bringe mal alles wieder, also überhaupt kein Thema nicht. So, ist schon was? Dann warten wir mit dem Essen. Also neu ist jetzt, dass man unten in den entdeckten drei Gebieten, die was hinzukommen sind, man nicht mehr glätten kann. Also, es funktioniert nicht mehr. Zwecktest nur. Oder gibt's? Na. Lass mal das. Ich will es nur testen. Können wir ja nachher nochmal herschauen.
Hause. So, was haben wir da jetzt? Vorher haben wir auch stehen. Habt ihr gesehen? Er ist riesig. Wirklich riesig. Der Autocrafter, den haben wir eh da. Da steht er dabei. Ich hab's auf Mutter gehen, steht damit er ja auch nicht was weiter produziert. Ich halte ihn aus und sehe sogar die ganzen. Man sieht die Inhalte von den Kästen. Er scannt das durch. Schau, das ist auch nicht. Haben wir es jetzt schon? Ja, das geht jetzt wenigstens. Super. Was könnte man denn brauchen? Das geht ja noch nicht, noch nicht. Kann man mir aber die zusammenbringt. Ja, schaut auch nicht danach aus. Ja, und für die, die was das sehen, dass bei mir die Luft nicht runtergeht, liegt daran, dass ich schon so weit bin mit meinem Terraforming. Der Spielstand ist ja doch schon vom vorigen Jahr. Und es ist ja online, das kennt ihr, die Playlist. Ich werde die Playlist jetzt verlinken. Ich werde schauen, dass ich es unten in der Beschreibung reinhaue und eventuell im Video oben rechts platziere. Ich glaube ja schon überall. Geht zu. Genau, jetzt war es wieder. Ich habe Folgendes vor. Ich möchte ja die Basis umbauen. Wird natürlich am Wochenende gemacht. Ich habe mir gedacht, dass wir, wie soll ich sagen, Sternfestung machen oder was Rundes. Mit vier so große Räume wie die da. Die was halt um einen kleinen Raum oder so in der Art. Moment mal, damit ich keinen Blödsinn jetzt sage. Der macht nichts, okay. Damit ich jetzt komplett sind. Nehmen wir den nochmal auf. Man sieht ja, wie weit der reicht. Und der äußere Ring, also der dritte, 1, 2, 3, der vierte äußere Ring. Geht genau nicht aus. Ich bin echt mit meiner Basis. So, ja. Kann ich ja. Bin ja mit meiner Basis enorms. Ja, das will ich gar nicht sagen jetzt. Ums Lecken. Holz, ne? So geht es ja aus. Ah, so geht es ja aus. Natürlich da wie nicht. Man kann aber da wie ja nur sitzen. Aber ich denke mal, ich baue um. Entweder baue ich komplett neu, dass wir uns hergängen und sagen, wir können ja das lassen. Sagt ja keiner. Dass wir uns ein schönes Blatt suchen oder wir bauen das an. Das wird eine Arbeit werden. Die ich jetzt schon. Aber andererseits, wenn ich hergehe und einmal die ganzen Sachen vercrafte, gehen wir her und sagen wir zum Beispiel, warum nicht? Au, zieht man das auch. 20 Meter. Osmium geht bis daher. War ich aber auch erst, hä?
Ja, darum, die Bude muss enger werden. Die Bude muss enger werden. Von mir aus höher, aber nicht so breit wie da, sondern wenn wir eine Breite nehmen. Aber das ist zu breit. Also ich kann hergehen, zwei Buchsen. Zwei große Buchsen, so wie es da sind, so wie der Raum ist. Also da ein Raum. Da ein Raum in die Mitte stehen. Und da ein Raum, aber so war es ja fast. Wir sind am einen Raum zweit. Aber wenn ich so schaue, wie weit geht das? Nicht einmal das geht bis zum Dings. Also, ich denke mir, bei vier, naja, gut. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich werde mir was einfallen lassen und das werden wir am Wochenende gemeinsam tun. Würde ich jetzt einmal sagen. Ja, und ich verabschiede mich jetzt. Halt mir das Video kurz, hat ja gar keinen Sinn, nicht? Jetzt weiter zu tun, weil es gehört umgebaut. Die Maschinen sollen meiner Meinung nach einen Sinn auch machen. Und so bringt es mir jetzt momentan keinen Sinn, weil man kann leider auch nicht die Reichweite stellen. Ich schätze mal, dass das was mit der Nervenmaus auch zu tun hat, ne? Wenn da, weiß nicht, so fünf Maschinen stehen, die was ständig scannen dann, ja, im Umkreis, ob irgendwelche Materialien zur Verfügung stehen. Kann schon sein, dass der Rechner ein bisschen in die Knie geht. Aber die Osmium sind doch da. Er braucht Osmium dafür. Warum tut er denn das? Das ist jetzt auch nicht, dass er das nicht mag. Ist er beim letzten Mal in der Gang und schau, er zeigt sich an. Es ist ja da. Sogar die Bohnen sind da. Und es ist da. Er tut nichts. Ist das geändert worden? 20 M, ich schätze mal, das sind die Meter sozusagen. Normal, wenn man halt was erzeugt, kennt ihr das Geräusch? Aha, das geht jetzt. Ah, okay, da läuft der Timer. Und jedes Mal, wenn der Timer voll ist. Da sind's. So kriegen wir unsere Schränke leer. Das was natürlich gut ist, weil wir dann beim Übersiedeln. Wir brauchen so einen Stab. Jawohl, stimmen wir sie gerne an den Herd da, stimmen wir den da her, stimmen wir da her. Und der ist jetzt. Ich gehe da rein jetzt den Timer und sobald er voll ist, macht das, wenn es da ist. Ist nicht da. Wie da sind wir auch zu weit weg. Deckt sich schon voll. Probieren wir das.
ein. Ja, die gingen sehr gut. Dann soll ich die dabei machen. Das passt. Der kann das natürlich nicht, weil das zweitwicker ist. Kann er das? Schaut nicht danach aus, gell? Das kann er, dann soll er das machen. Okay, der hat nur die zwei machen können. Das soll ich einmal machen. Okay, das kann er auch nicht. Ja, es bedarf natürlich einer. Da gehört noch einiges gemacht, dass das ordentlich funktioniert. Das geht wieder. Oder auch nur die zwei machen können. Schauen wir kurz zum Bohrer aussehen, ob der jetzt was für uns holt. Du kannst überall bohren. Ein Hammer! Ein Hammer, meine lieben Freunde. Das ist ein Träumchen. Und das Beste ist, es ist nichts anderes dabei. Es ist kein Eisen dabei oder sonst irgendwas. Für das habe ich eh die anderen Bohrer. Das ist gut. Das ist ja mal eine feine Sache. Eine sehr, sehr feine Sache. Dann wollen wir gleich ganz kurz doch nur mal zum anderen schauen. Ah, das sind die Super Aloes. Yes. Dann tun wir dabei die auch da rein. Der ist fertig. Ja, ganz wieder. Das heißt, das Aloe hat gefällt. Heftig. Die Wasser. Da braucht man den da gar nicht abstellen. Ja, den können wir irgendwo hinstellen, den kannst du irgendwo aufstellen und du kriegst das Erz raus. Wow, super, hey. Dann möchte ich den da gleich jetzt einmal nehmen und in das schwarze Gebiet stellen und ich will schauen, ob sie die Rezepte ändern, ob da Rezepte hinzukommen oder ob die eh alle gleich bleiben. Ja. Dann ist es so, damit man Weile umstellt, oder? Ja. Platz. Haben wir ganz kurz in den Meteor Canyon, oder? Was da drüben ist. Weil wenn ich jetzt da irgendwo Pulsarquartan kreiert, bin ich glaube ich der Glücklichste. Also da scheinbar mal nicht, also ich glaub's nicht. Was steht zur Verfügung? Ein Pulsar. Ich glaube, das wirst du auch so gar nicht ernten können. Ich habe sogar dort Bäume gepflanzt, aber sie wachsen nur in der Mitte und teilweise am Randl, im Wasser natürlich nicht, ist eh klar, gell?
Ich weiß gar nicht, wo du hin musst. So, wir haben ja da schon einen Bohrer stehen, den Standardbohrer natürlich, ne? Der liefert uns das Theolit. Ne? Weil brauchen wir es aber noch nicht. So, stellen wir den da her. Wir wollen ja wissen, ob da was, ob sich an dem Rezept was ändert oder nicht. Nein, es bleibt immer gleich. Können wir wieder einpacken, mitnehmen. Hier unten gibt es eh nichts. Hat es da nichts gegeben, das ist eben die Zeolithöhle. Ja, aussehen. Achso, ja, logisch, da sind wir hingekommen. Ah, die Welt wird schon schön groß, gell? Wenn man denkt, erst zum Anfang. Und ja, ich muss auch genauso sagen, das Spiel ist wirklich sehr einfach gehalten. Und es macht echt total Spaß. Absolut. Mir taugt's. So, da nur mit. Oh, nein, da habe ich nicht. Und das Gebiet da um mich bitte, genau. Vielleicht noch einen Schluck Wasser trinken oder haben wir. Nein, das haben wir nicht eingesteckt. Dann gehen wir nur einen Schluck trinken. Und gehen doch vielleicht unten durch und wisst warum? Weil wir vielleicht Metterlingslarven kriegen. Vielleicht wieder so viel Glück wie vorhin gerade. Zwei gefunden und nicht gespeichert. Max hat auch nicht runter. So, vielleicht haben wir wieder Glück. Man muss natürlich ein bisschen da bleiben, weil, wie gesagt, mein Gefühl sagt, dass die Sachen kommen, wenn du ein paar Sekunden auf in dem Gebiet bist. Da ist der Schlüssel, ne? Nicht vergessen, die was wir noch nicht haben. Hier beginnt es. Jetzt müsst ihr bei den eicheren Nachrichten reinschauen, es kriegt ja Post. Und da steht ein Hinweis eben, wo es anfangen soll jetzt, ne, zum Suchen. Und das führt da einer. Die Reihenfolge ist, glaube ich, vollkommen egal. Hauptsache, es findet seinen Schlüssel, damit überall auch die Schlüsselportale dann kommen. Oh, da ist auch noch ein Kiel. Oh, no, da ist sie jetzt. Jetzt sind wir da in dem Meteorgebiet oder was das ist. Wo probieren wir jetzt dann aufzufüllen? Nein, die Rezepte sind gleich, den kannst du hinstellen, wo du willst. Vorzugsweise natürlich bei uns, ne? Ich glaube. Ah, gehen wir lieber nochmal. Wie schaut es aus mit einer Larve? Da ist!
Und noch eine. Da hat ab und zu ein wenig. Ich denke mir mal, wenn du ein Gebiet betrittst oder durchquerst, wird das angestoßen, ne, das Skript, dass die Larven spawnen. Ne? Zum Glück leichten sie ja. Oder wie schaut er aus? Kriegen wir jetzt noch eine oder doch eher nicht? Gib mir kurz ein paar Sekunden, dabei kann ich mir eine anrauchen. Na, länger will ich nicht warten. Beim nächsten Mal. Eine haben wir ja eh schon wieder gekriegt. Also in dem Gebiet habe ich alle anderen Larven gefunden gehabt. Also da habe ich es wieder am meisten oder am schnellsten gefunden. Die leuchtenden nur unten. Ah, da ist eine Bunte drinnen. Da mache ich die Bunte woanders rein. Jawohl. Die Bunte. Wo habe ich noch blaue? Oder? Die Dinge müssen mehr viel mehr aufstellen. Wie gesagt, machen wir am Wochenende. Das wird ein Livestream werden. Der was auch natürlich dann online bleibt, den kann man sich nachher dann anschauen. Genau wie das Video. Er kommt auch in die Playlist rein. Die muss ich unten verlinken tue. Wisst ihr was? Ich stelle den Bohrer da her, damit nicht alles auf einen Fleck ist. Damit ein wenig ein Lastenausgleich ist jetzt vom System her. Das habe ich. Damit werden eh noch viel mehr Bohrer, aber was haben wir jetzt rein? Theolith haben wir das da noch mehr rein, ist ja wurscht. Besser fällt mir jetzt nicht ein, weil vom anderen habe ich echt viel. Das Klasse ist, wenn du... Gehen wir mal folgendes Szenario durch. Man kann ja viel weiter denken. Gehen wir mal her. Jetzt kann ich den nicht aufstellen. Das probieren wir in der Base. Man kann ja das zu Ende denken. Ich gehe her, stelle 2-3 Bohrer auf und lasse dementsprechende Materialien, also danach bohren und stelle ihn hin. Was ist denn? Da. Das heißt, es wird gleich aus der Erde geholt und gleich verkraftet. Das war ja mal eine feine Sache.
Das Wochenende wird interessant. Also jeder, der was Interesse hat an diesem Spiel und vielleicht wenn auch zuschauen mich hat, jeder ist herzlich willkommen. So. Speicher da. Und ich verabschiede mich. Also kann sein, dass ich vielleicht morgen nur ein Video mache. Ja, ich glaube schon, ich werde Freitag nur ein Video machen am Nachmittag gegen Abend. Da werde ich dann auch die Zeiten festlegen, wann ungefähr der Stream beginnt. Ne? Es dürft mal einen Daumen da lassen, bitte, danke. Vielleicht ein Abo. Der was mehr erfahren will, es geht nicht nur um die Planet Kraft, es sind sehr viele andere Spiele da. Schaut bitte auf meiner YouTube-Seite, da seht ihr es. Ich kann einmal eine Liste online stellen oder ein kleines Video machen. Vielleicht mache ich das ja morgen auch. Na, schauen wir mal, ja. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag oder generell einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, was ihr schaut. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.